Hallo, mein Name ist Jan Hansen, ich bin Pressesprecher der Antimilitaristischen Aktion Berlin und wir sind junge Antimilitaristinnen und Pazifistinnen und stehen heute hier vor dem Berliner Abgeordnetenhaus, denn hier tagt heute die Ausschusssitzung vom Verfassungsschutz. Und zwar sind wir heute hier, weil zwei bildstarke russlandkritische Aktionen der Antimilitaristischen Aktion Berlin, die ich jetzt AMAP nennen, in diesem Verfassungsschutzbericht 2023 in Berlin erwähnt werden. Und zwar handelt es sich um folgende Aktion. Einmal haben wir im März 2022, kurz nach der russischen Invasion in die Ukraine, eine Aktion vor der Gazprom-Zentrale gemacht. Und zwar haben wir dort symbolisch eine Pipeline zersägt und wir fordern das Ende von Nord Stream und wollen damit darauf aufmerksam machen, dass wir eine Abhängigkeit geschaffen haben an fossile Energien, von einem diktatorischen Regime und fordern deshalb auch den Ausbau von nachhaltigen Energien. Genau. Und wir wollten, dass die Gazprom-Zentrale geschlossen wird, weil sie damit aktiv den Krieg quasi unterstützt hat mit ihrem Dasein in Berlin. Die zweite Aktion, da haben wir Leichensäcke, keine echten Leichensäcke, symbolische Leichensäcke, vor der russischen Botschaft abgelegt und haben damit auch gefordert, dass der Krieg beendet wird und direkt die MitarbeiterInnen in der Botschaft, ja, wollten wir damit konfrontieren. Genau, und wir sind heute hier, um zu fragen, warum beobachtet der Verfassungsschutz Putin-GegnerInnen? Und wir stellen die Forderung, dass die antimilitaristische Aktion Berlin vom Verfassungsschutz nicht beobachtet werden soll und dass antimilitaristischer Protest nicht kriminalisiert werden soll.